MatheMind, ihr habt doch sicherlich einen coolen Trick, wie ich zwei Brüche subtrahieren kann, oder? Den haben wir, Nick. Und zwar schauen wir uns, bevor wir uns dein Bruch hier anschauen, einmal an, wie es grundsätzlich geht. Und zwar muss man die Brüche erst auf den gleichen Nenner bringen, also unten muss die gleiche Zahl stehen. Und dann geht es ganz einfach, man rechnet hier den ersten Zähler minus den zweiten Zähler. Also 5 minus 3, das sind 2. Und der Nenner, der hier bei beiden schon gleich ist, der ist auch beim Ergebnis gleich. Der bleibt einfach stehen. Hier also nicht minus rechnen. Was machen wir denn jetzt hier bei dem Bruch, den du hattest? Da müssen wir jetzt erst die beiden Brüche auf den gleichen Nenner bringen. Das heißt, wir erweitern den ersten Bruch mit 7, rechnen oben und unten mal 7, damit da stehen 14 35. Und den zweiten mit 5, also oben und unten mal 5 rechnen, haben wir 15 35. Und jetzt sieht man, okay, wir haben hier einen gleichen Nenner, den können wir auch schon mal hinschreiben. Und dann noch 14 minus 15, das ist minus 1. Minus 1 35 kommt also bei dem Bruch raus. Viel Spaß mit dem Wissen, Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.